Moin Leute, heute wollen wir mal ein bisschen Knollenfenchel zusammenpflanzen. Und ich gebe euch noch einen ganz einfachen Tipp, wie ihr eure Pflanzen im Moment nachts noch ein bisschen vor der Kälte schützen könnt. Der Knollenfenchel gehört zu den Kulturen, die man besser vorziehen sollte und dann als Jungpflanzen in das Beet setzt und nicht per Direktsaat. Das könnt ihr zwar auch probieren, es wird aber nicht empfohlen, weil ihr damit wahrscheinlich nicht so eine gute Ernte habt. Ich habe hier den Knollenfenchel selber und den habe ich bereits im Februar drinnen vorkultiviert. Beim Knollenfenchel unterscheidet man in Frühjahrs- und Herbstsorten. Die frühgesetzten Sorten wie zum Beispiel der Selmer sind besonders schossfest. Der Fenchel mag es nämlich nicht, wenn es zu warm wird. Dann bildet er eher flache Knollen und fängt an früh zu sprießen. Deshalb solltet ihr auch nicht zu lange warten mit dem Auspflanzen. Die frühen Sorten wie der Argo, Athos oder Selmer, die könnt ihr ab April ins Beet setzen und ab Juni circa ernten. Herbstfenchel wird Ende Juni ausgesät und eine frühe Aussaat ist mit den meisten späteren Sorten auch nicht möglich. Die würden dann halt eben zu schnell in die Blüte gehen und dann habt ihr keine richtig schöne Knolle. Ich pflanze den Fenchel ungefähr in einem Abstand von 30 cm zueinander. Günstige Partnerpflanzen für den Fenchel sind zum Beispiel Tomaten, Salate, Radieschen, Blumenkohl. Und so schnappe ich mir also hier noch ein paar von den Salaten Saladin und setze die einfach so in den Reihen dazwischen. Dahinter wachsen die Erbsen auch schon wunderbar. Die brauchen bald meine Rankhilfe. Außerdem wachsen hier noch diverse Kohlpflanzen, könnten auch Radieschen oder Rettiche sein. Ich bin mir da ehrlich gesagt gerade nicht mehr so ganz sicher, was das hier ist. Ob sich das wild ausgesät hat oder ob ich da noch was dazwischen geworfen hatte. Naja, früher oder später werde ich es rausfinden. Ich pflanze dann mal schnell die Reihe hier zu Ende. Und danach kümmern wir uns noch ein bisschen darum, dass es der kleine Knollenfenchel hier nachts noch ein bisschen wärmer hat, falls es nochmal richtig kalt wird. Verträgt der Knollenfenchel leichten Frost, aber leider leidet dann die Qualität der Knollen. Und damit die Temperaturen ein bisschen weniger schwanken neben dem Fenchel, werde ich ein paar Ziegel daneben legen. Ihr könnt irgendwelche Steine nehmen. Den Tipp habe ich von Jule mit Ä aus unserer Telegram-Gruppe. Könnt ihr übrigens auch reinkommen. Link ist in der Videobeschreibung und in dem von mir angepinnten Kommentar. Tagsüber speichert der Stein dann die Wärme und nachts gibt er sie wieder ab. Und das Ganze könnte man noch mit einem Vlies kombinieren. Noch ein paar Worte zur Düngung. Knollenfenchel hat einen mittleren Nährstoffbedarf. Es wird empfohlen, ein bisschen Kompost vorher auszubringen bzw. in die Erde einzuarbeiten. Das würde ich lassen. Schmeißt den Kompost wenn dann einfach oben auf. Oder macht's wie ich, benutzt einfach Flächenkompost und dann ergibt sich das Ganze eh von alleine. Die Nährstoffe werden langfristig freigegeben. Von dem einen Mulch, wie zum Beispiel dem Rasenschnitt, etwas schneller, von Blättern etwas langsamer. Und so hat die Pflanze eigentlich immer alles, was sie braucht. Ach ja, ungünstige Partnerkulturen zum Fenchel wären andere Doldenblütler, wie zum Beispiel Dill, Kümmel, Petersilie oder Sellerie. Die sollte man dann möglichst vermeiden. Das war es erstmal vom Fenchel hier. Und jetzt bauen wir noch ein kleines Beet zusammen. Ich habe nämlich wieder einen Haufen Steine bekommen. Und das Beet wird hier im Vorgarten entstehen, wieder ohne Umgraben und direkt auf die Wiese.
Ich mache da auch nicht groß einen von. Das wird jetzt einfach schnell gebaut und schon mal vorbereitet mit ordentlich Mulch und dann später bepflanzt. Hier sollen ein paar Zucchinis wachsen und Partnerkulturen dazu. Aber erstmal müssen die Steine natürlich darüber und dann machen wir uns mal an die Arbeit. Die Breite des Beetes ergibt sich einfach aus meiner Armlänge, so dass ich gut bis zur Mitte komme. Das sind bei den meisten ungefähr 90 cm bis 1,10 m. Und die Länge mache ich halt so, dass mir das da gut gefällt. Insgesamt ist das Beet dann 1,10 x 3,40 geworden. Manchmal passt es halt auch auf den Stein genau richtig geholt. Gemulcht wird das dieses Mal mit vertikultiertem Rasenzeug, was ich von meinem Nachbarn habe. Leider ist das schon so ein bisschen lange hier im Sack. Und das riecht jetzt auch schon so ein bisschen nach Pferdestall. Also so leichter Ammoniakgeruch. Das will man an sich nicht. Das heißt, dass der Stickstoff in die Luft flöten geht. Beziehungsweise, dass das Ganze anaerob geworden ist, also keine Luft dran war. Und dann bilden sich auch eher so Keime, die ihr nicht so unbedingt an den Fingern haben wollt. Deshalb benutze ich hier jetzt auch Handschuhe. Ich verteile das schön gleichmäßig und lockere das richtig schön auf, damit das halt jetzt eben wieder luftig wird und die anaeroben Prozesse aufhören. Um das noch ein bisschen weiter aufzulockern, hole ich noch ein bisschen Langzeitdünger, auch bekannt als Laub, und mische das da noch mit drunter. So gefällt mir das jetzt erstmal ganz gut. Das darf jetzt hier so liegen bleiben und wird dann später bepflanzt. Das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Hier im Garten ist wieder jede Menge passiert und ich habe noch ein Beet mit den Steinen gebaut und Kartoffeln auf drei verschiedene Art und Weisen gepflanzt. Einmal wieder direkt auf die Wiese mit Laub, in Säcken und ganz klassisch unter der Erde. Dazu aber dann beim nächsten Mal und dann zeige ich euch auch nochmal, was im Gewächshaus so passiert ist und bringe euch bei, wie ein Radschlag mit einer vollen Gießkanne macht, ohne dabei Wasser zu verschütten. Vorher muss ich aber selber noch ein bisschen an der Form arbeiten. Also Leute, ich wünsche euch wie immer eine gute Ernte und bis zum nächsten Video. Ach ja, teilen, liken, kommentieren und das ganze Zeug, was man auf YouTube so macht. Vielen Dank!